Und da bin ich wieder mit dem nächsten Fight gegen. Ich glaube, der ist noch zu gut. Vorbereitungskampf gegen Gucken. Da willst du mich verarschen. Einmal gegen Steffen. Der hat nicht so viel. Ah, der hat aber viel Cardio. Das ist nicht gut. Ich glaube. Manchmal gegen Brandon. Hoffentlich gewinne ich das. Wenn nämlich jetzt immer schwerer die Gegner. Habe ich gegen Steffen gemacht. Ich nah ran, der ist nämlich groß. Der ist auch noch ein Submission Specialist. Ey. Kann ich gar nicht glauben. Ich hab's schon gesehen. So. Wollen wir mal was machen, wenn wir jetzt mal. Der Schlagbranz mache ich nicht nochmal. Weil ich. Ach, beinahe, weil geht nicht weiter. Muss ich nochmal eben kurz. Beinarbeit besser. Dass ich das besser machen kann. So. Ja. Aber ja den Riff-Bag dazu, dass ich es machen kann. Ah, 50, komm. Ja. So. Jetzt habe ich auch nichts mehr eigentlich. Jetzt muss ich erstmal wieder fighten, damit ich wieder was kriege. Sandsack. Kann ich ja nochmal machen. Aber was bringt man nicht? Ich brauche Stärke. Stärke und Cardio. Wo krieg ich denn? Käfigkontrolle kann ich natürlich machen. Da brauche ich nämlich Clinchgriffe besser, ja. Mach jetzt mal Käfigkontrolle. Bin ich mir ganz sicher, dass ich da. Verstehe. Weil ich nämlich gesehen habe, gegen. Wen war das nochmal? Auf jeden Fall hat gegen Crowcop, genau. Habe ich zwar auch schon finished, aber. Aber da hatte ich Probleme am Käfig. Und das soll mir jetzt nee, kein Problem mehr sein. Jawohl. The cage can be your best friend or your worst enemy. Ja, guckt, wie schnell das hochgeht. Stay tough, stay tough. Very nice. Let's move on. Working against the cage today. Come on. Ja, use ich doch. Bist du blind? Control him. Use the cage. Good. Fantastic. We're doing drills against the cage. Let's see what you got. Ich soll zwar eigentlich nur abknocken, aber. Come on, show me something. Ich mache halt die 5 Sekunden. That's it. Way to use the cage. Ich soll gerade schlagen. Let's work on fighting against the wall. Great job. See that hard work pays off. All right, let's get started. Work on controlling the fight against the cage. Jawohl. Ein Minute Verschluss habe ich noch. Nur so wenig. That's using it. Links, linke. Okay, let's get used to fighting against the cage. Don't wall install. I see you're improving. Oh, geil gemacht. I want you to work on fighting up against the cage. Let's do it. That's how you do it. Keep it up. All right, we're gonna work off the cage today. Let's go. Jawohl, jetzt kann ich nur abhauen. That's it. Nice job. I want you to use the cage to your advantage. Schlägst du nicht? Nein. Dann schlag ich dich. This is your optic. Selber schuld. Hätte mehr schlagen können. Wall, ach. 70 Verklingen. Ja, Schläge. Ja, das sieht doch schon mal gut aus.
So. Sandsackdrill mache ich nicht nochmal. Tire Flip, das kann ich nicht, ne? Das kann ich nicht. Scheiße, nämlich. Das ist auch scheiße. Scheiße. Abwehrdrill, das kann ich natürlich machen, genau. Das kann ich machen. OV ist Griffin. Den würde ich auch mal gerne kennen. Aber ich will ein Schwergewicht, glaube ich. Kann irgendwann mal eins ab Schwergewicht mal gehen, aber im Moment noch nicht. Ne. Wir werden es ja noch herausfinden. Okay, get tough. I want you to hang back and play defense for a bit. What? That wasn't good enough. We need to run these drills. Nein, ey. Ist der blöd? That's it. Avoid those shots. That's some nice defense. Finde ich auch. Defense. Nein, ey. That's all right. Don't worry about it. Keep working. Sind zu früh. Head movement. Jawohl. Nicely done. There we go. That hard work is paying off. Ich hab doch gedrückt, ey. Bist du blöd? Watch his range. He can't land kicks up close. Nice, very nice. Great training session. Danke. 10 seconds, finish big. Stay on the move. Don't be a stationary target. Toll, Zeit ist um, da konnte ich nicht mehr kein Konter machen, also Arschloch. Muss mich nicht treten. Schlag ich auch mal zurück. Jawohl, 3 Bacardio dazu. Schläge im Stand, aber jawohl. Das passt schon. Das passt. So, dann wollen wir jetzt mal zum Kampf. Wollen wir den Chaub mal kaputt hauen. Main Event auch noch. Da sage ich Thiago Silva. Sage ich Gomi. Dann sage ich George Hoop. Natürlich Tito. Mike Swick, würde ich sagen. Und Kurt McGee, ja. Und hier natürlich sage ich mich. Das ist ein so klar wie Klosbrühe. Sie natürlich mich sagen. UFC Fight Night Live. Now it's time for the main event. Komm, sag es. Coming up next, it's a heavyweight collision between Junior Dos Santos and Bridget, the Hybrid Shop. Oh, da hat er es gesagt. After finishing all of his opponents in the very first round, on the way to the standing across from him in the red. And Brandon, the hybrid, hybrid. Ja, guck nicht. Our tale of the tick is brought to you by. Ja, das sind Sieger. Sieger angucken war das ja gerade. With our official introductions for this battle, the veteran voice of the octagon, wie ich angehen muss. Der ist größer, ja. Vielleicht der Reichweitenvorteil, aber er ist schwerer. Ich bin mal gespannt, was ich da ausrichte. Hoffentlich gewinne ich. Was hat er für eine Statistik? 9-4. Boah. Brandon Shaw, Junior Dos Santos. Boah, ist jetzt auch mein 14. Kampf. Oh, meine Statistik sieht schön aus, ne? Yeah, I know he's been focusing on his footwork. It should really pay off for him if this fight stays standing. Fick dich, dir gebe ich ja nicht die Hand, du alte Schmutte. Good sprawl. Alter Loser hier, komm hier links. Oh, hast du mich jetzt auch getroffen? Darfst du gar nicht. Jawohl. Good takedown defense. He drags him to the ground. Nicely done. Inside the guard. Man, takedown ist doch nicht so gut. Pushing his opponent away.
Nein. Jawohl. Nein. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Komm her. Ja, komm. Bam. Bam. Hier. Links. Linke Fist. Rechte Fist. Links. 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 Jawohl. Da bist du. Da baue ich dich. Ich will gar nicht in die Knies hauen, ey. Hab ich scheiße gemacht, ey. Nein. Nein! Nix Ball hier. Nein. Nein. Geh weg von mir. Nein. Oh. Nein. Na komm. Ja, komm. Komm doch. Komm. Kriegst du mal auf dein Cutter. Oh. Ja, geiler Konter. Oh, wollte ich machen, Arschloch. Bam. Bam. Boah, nein! Komm doch, alte Pussy, ey. Ich mach dich fertig, ey. Ja! 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 Erste Runde noch. Boah! Spinning Backfist. Und da ist er weg. Da ist er weg. Hier. Weggetreten. Leichtes, angerötetes Auge, aber scheiß drauf. Weg mit ihm. Boom. Spinning Backfist. Right on his ass face, ey. Boom, das möchte ich nochmal in Nahaufnahme sehen. Hier, 14. Kampf. Boom! Here's Bruce Buffer with the official fällt so, alte Fettsack, du, ey. Referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 4 minutes 55 seconds. Der Mario. The very first round, declaring the winner by knockout. 55 seconds, ey. Boah, 5 Sekunden vor Ende. Boah, ho, ho, ho. Richtig geil, ey. Boah. Ja. Boah, ich hatte aber auch 59%. Ich glaub's ja nicht, ey. War viel zu offensiv, wenn man deswegen. Wahrscheinlich auch. Den größeren Gegner darf ich mir sowas nicht erlauben. Also habe ich recht. Habe ich auch 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 recht. Und oh, boah, alles richtig. Alles richtig. Boah, von 7 auf 6. 14 zu 0. Das ist ja wohl eine Ansage, würde ich mal sagen. Gucken, vielleicht mache ich. Vielleicht gegen Brock Lesnar jetzt. Aber der ist gefährlich. Der hat nämlich riesige Schlagkraft. Kann ich entweder. Muss es zu Boden bringen am besten. Sonst knockt er mich aus. Jawohl, Pound for Pound. Jeden Gegner überlegen. Danke. Dass ihr es auch endlich einseht. Schaub verliert durch DQ. Ach, Ding, ich sag schon DQ. K.O. Ja, und mit diesem komischen Satz beende ich diesen Part auch wieder. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr machen müsst. Also, ich sag mal, bis demnächst. Haut rein.